Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Handarbeitstagebuch. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein und euch ein bisschen zu zeigen, was ich so im, es ist etwa ein Monat her, seit ich das letzte Video hochgeladen habe, was ich in der Zeit so gestrickt und genäht habe. Viel Spaß dabei! Ja, also, ich muss sagen, ich bin momentan mit meiner, ich sag mal, Handarbeitsleistung in Anführungszeichen, das ist ja ein Hobby, ziemlich zufrieden, muss ich sagen, doch, denn ich habe genäht und gestrickt. Ja, mein Strickmotto hält sich wacker. Ich bin sehr zufrieden und wirklich total happy, dass ich euch jetzt wieder auch einiges Gestricktes zeigen kann, was ja lange Zeit nicht so war. Und ich würde sagen, dann fangen wir auch direkt mal an. Und zwar war ich wirklich fleißig. Ich habe weiter gestrickt an meiner Be Mine Blues und die ist auch wirklich fast fertig. Ich zeige euch die mal. Die stricke ich aus einer reinen Baby-Merino-Wolle mit einer 400er Lauflänge von mir selbst gefärbt. Auf 3,75er Nadeln. Im Original soll man mit 4er Nadeln stricken. Und so sieht die aus. Die Anleitung ist von Park Williams oder Park Knit, nennt sie sich, glaube ich, auch. Ist ein bisschen der Faden gerade in dem Nadelspiel verheddert. Kommt davon, wenn man kein Needle Cozy benutzt. Ich bin da manchmal zu faul für, dabei ist es eigentlich so praktisch. So, schaut mal, ich rutsche nochmal ein kleines bisschen zurück. So, also, Moment. So, okay, also. Ihr seht, dass dieser Pulli, diese Bluse, wie auch immer, mir fällt es immer irgendwie schwer, sowas Gestricktes als Bluse zu bezeichnen, fast fertig ist. Schaut mal. Es fehlt nur noch ein Arm. Der hier ist dran mit diesen süßen Rüschen. Finde ich total cool. Ich zeige euch das, wenn es fertig ist, auch definitiv an mir angezogen, nicht nur an der Schneiderpuppe. Weil bei dem Pulli, finde ich, lohnt sich das extrem. Ja, manche Sachen muss man nicht unbedingt, aber das hier definitiv. Hier hinten ist ja dieses Detail zum Binden mit dieser I-Cord-Schnur. Das wird dann später im Nacken gebunden. Also das ist jetzt quasi hinten. Ich habe das Bündchen abgewandelt, statt eins rechts, eins links, habe ich eins rechts verschränkt, eins links gestrickt. Das habe ich überall so gemacht, an allen Bündchen. Und ich hatte ein Problem mit diesem Pulli, und zwar, nachdem ich dann die Ärmel abgeteilt hatte, habe ich das Ganze mal, beziehungsweise als ich den Körper fertig gestrickt hatte, so, ich stricke ja immer auf so kurzen Seilen, dass ich da gar nichts anpulieren kann. Fussel bitte nein. Fussel hat manchmal so Anwandlungen, dass der hier mit den Gardinen spielt und das darf er natürlich nicht. Ich habe den Pulli anprobiert und er war mir einfach viel zu weit. Ja, ich habe das in der Zeit öfters mal gehört, dass jemand zu mir gesagt hat, ah, deine Sachen, du strickst die immer zu eng und ah. Und irgendwie in einem schwachen Moment habe ich mich davon verunsichern lassen und habe eine Größe größer gestrickt, als ich eigentlich gestrickt hätte. Weil dieses Teil hier, finde ich, muss einfach eng sitzen und ich habe es halt so gestrickt, dass es figurumspielend ist und nicht anliegend und das passt einfach nicht. Also das Ganze geht so circa bis Mitte der Taille auch. Also das ist dann wunderbar mit einer High-Waisted Hose oder einem High-Waisted Rock zu tragen. Also ich trage das natürlich nicht mit einer normal geschnittenen Hose. Ich laufe nicht bauchfrei rum, das jetzt nicht. Aber ich finde das ganz schön, wenn dann, wenn man schon eine Hose oder einen Rock anhat, der halt eben sehr hoch geschnitten ist bis zur Taille, wenn dann halt eben das Oberteil nicht so viel überlappt, weil sonst ist ja dieser Effekt, dass es tailliert ist, wieder weg. Und ja, so werde ich das später tragen. Und da freue ich mich sehr drauf, weil bei Stricksachen, ich habe die schon öfters reingestrickt, gesteckt, auch in Hose oder Röcke. Gerade bei Röcken mache ich das eigentlich gerne, weil, ja, wie gesagt, damit das Taillette ein bisschen mehr erhalten bleibt.
Das Problem ist halt aber, dass eine gestrickte Sache hier doch ein wenig aufträgt und dann kommt halt immer so ein kleiner Wulst an dieser Stelle und ja, reinstecken geht wunderbar mit dünnen Sweatshirts oder sowas oder so ganz dünnen Rollkragenpullovern oder sowas geht das alles wunderbar. Aber mit so gestrickten Pullovern, selbst wenn sie aus dünner Wolle sind, schwierig. Gerade weil die ja meistens unten auch noch ein Bündchen haben und ich finde, das trägt auf und macht dick. So, also, wie gesagt, dieser Pulli war viel zu weit. Ich sage bewusst war, weil was habe ich gemacht? Ich habe das Teil nass gemacht, beziehungsweise ich habe erstmal alle beide Arme dran gestrickt und zwar bis zum Bündchen, also quasi bis fast da, wo ich jetzt hier bin. Ich habe nur mal die Maschen aufgenommen, ein, zwei Runden gestrickt. Ja, andere Seite genauso. Bis hierhin gestrickt, also beide Ärmel dran gestrickt. Den Körper hatte ich ja sowieso schon fertig und dann habe ich den Pulli in Wasser gelegt. Habe versucht, dass das obere Bündchen und untere Bündchen nicht nass wird. Das habe ich so ein bisschen nur hier so rein. Die Arme durften ja komplett, da war ja noch kein Bündchen dran. Und ja, dann habe ich das Ganze einfach in den Trockner geschmissen. Zwei Runden, weil beim ersten Mal war es noch nicht ganz trocken. Und dann hole ich das Teil raus und es hat einfach perfekt gesessen. Viel, viel besser, weil das war auch hier unter den Armen. Irgendwie diese Raglan-Schräge war mir ein Ticken zu lang. Das hing wieder so weit unten. Wisst ihr, was ich meine? Und ich mag dieses Fledermaus-Ärmelmäßige überhaupt nicht. Und jetzt finde ich, sitzt es richtig gut. Es ist nicht wirklich verfilzt. Es ist vielleicht ganz leicht, schaut mal, ganz leicht ein bisschen angefilzt. Aber ich finde, das sieht total schön aus. Und das Maschenbild ist viel, viel dichter geworden. Das war vorher so locker und unregelmäßig. Und durch das in den Trockner schmeißen, ja, es ist einfach wieder total schön geworden. Ich gucke gerade, was das hier ist. Ah ja, hier. Genau, also ja, ich freue mich da total. Und die Arme sind ziemlich weit, ist aber nicht schlimm. Dadurch, dass dann hier so ein dünnes Bündchen dran kommt, hat es wieder Style. Also ich mag das nicht, wenn die Ärmel einfach nur weit sind. Aber wenn es dann nach unten hin wieder schmal wird und es so ein bisschen drüber hängt, kennt ihr schon von mir, ich mag das gerne. Ich hatte die Ärmel mit Absicht sowieso schon mal 2 cm länger gestrickt hier, weil ich wusste, das wird halt wahrscheinlich ein bisschen eingehen im Trockner. Das war ja auch Sinn und Zweck. Die Arme sind gar nicht so viel, also kürzer geworden ist es gar nicht so viel. Es ist wirklich zum Glück, also richtig gut, nur, also fast nur in die Breite und ein bisschen minimal in die Länge halt, dass diese Raglan-Schräge hier so ein bisschen besser sitzt jetzt. Ja. Aber trotzdem mag ich das ja eh ganz gerne, wenn die Arme ein bisschen länger sind und ich habe dann das Bündchen statt 7,5 cm oder so, ich weiß jetzt nicht mehr, was angegeben war, habe ich das irgendwie um 5 cm oder so, habe ich das Bündchen hier nochmal verlängert und dann halt erst diese Rüschenkante hier dran gestrickt und ich kann es euch mal zeigen. Ich mag sowas, ne? Seht ihr? Auch bei den gekauften Sachen. Ja, deshalb suche ich mir halt auch immer solche Modelle raus und ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand hatte mir diesen Pulli empfohlen und hat gemeint, guck mal, das wäre doch was für dich. Und ja, tatsächlich, schaut mal, wie süß das aussieht. Also diejenigen, die ein bisschen Ahnung haben von Stricken, die wissen, wie das gemacht wird. Für jetzt nur so ein Bündchen braucht man jetzt eigentlich keine explizite Anleitung, ne? Das sind Mäusezähnchen. Mehr brauche ich eigentlich nicht sagen. Richtig cool. Also ich finde es total cool. Hat irgendwie sowas, ja, Burgfräulein-mäßiges, keine Ahnung, ich kann es gar nicht beschreiben. Ja, ich habe euch das letzte Mal schon gezeigt hier, da sollen Herzen zu erkennen sein, die stehen aber auf dem Kopf und die erkennt man auch nur mit Fantasie. Ja, das ist irgendwie ein bisschen komisches Detail, finde ich, aber ich war erst enttäuscht, wie gesagt, weil das halt so groß geworden ist beim Stricken. Aber nach dem Trockner bin ich jetzt sehr zufrieden. Ja, richtig cool. Hier ist es übrigens so gemacht, dass es hier nicht absteht, ne? Also nichts wurde da verdoppelt. Genau. Fände ich jetzt auch an der Stelle nicht so passend, wenn das hier um die Taillengegend irgendwie auftragen würde. Genau, das soll es dazu gewesen sein. Wie gesagt, also nächstes Mal kann ich euch das ziemlich sicher fertig zeigen, weil ich muss nur noch das Bündchen und diesen Picot-Rand dann stricken. Das ist eine Abendsache nicht mal und dann ist das
Ding geritzt und ich freue mich schon drauf. Den kann ich bestimmt auch noch ein bisschen tragen, weil es ist ja teilweise doch noch so ein bisschen frisch. Also, es war ja letztens mal etwas wärmer. Jetzt ist es ja doch wieder ziemlich kalt geworden, ne? Und der Pulli wohnt immer noch. Das ist irgendwie momentan meine Lieblingsprojekttasche. Aus diesen Rose Petals Yarn Club, die Tasche. Oh, so schön. Ich mag die voll irgendwie, keine Ahnung. Ich bin halt ein rosa Mädchen. Ihr wisst. Ja. So bin ich halt, ne? Genau. Also, wie ihr gesehen habt, ich habe euch nichts fertig gestrickt, das zu zeigen, aber immerhin fast. Ja. Und dann habe ich sogar auch weiter gestrickt. Also, ich verlinke euch wie immer alle Anleitungen unten in der Infobox. Ich habe weiter gestrickt oder ist ein Faden gezogen. Die Katzen, ja, Peach, ich habe es hier auf den Tisch gelegt ohne Projekttasche und Peach hat sie natürlich direkt draufgelegt. Meine Be Mine Blues. Ich mach's mal so rum, da hängt da gerade so ein blöder Faden. Augustins Nummer 16 oder sowas von Annemarie Maigard oder sowas. Ja, ich glaube, beim letzten Mal hatte ich hier den zweiten Ärmel angefangen. Hatte wirklich nur zwei, drei Runden hier oben. Und ja, ich habe weiter gestrickt. Schaut mal. Ne? Also über die Hälfte vom Ärmel habe ich. Aber dann kommt halt noch dieses Bündchen dran. Und dieses Bündchen ist ja, das wird dann mit kleineren Nadeln und dann, ihr wisst, Unfall. Das ist halt doppelt gestrickt, ne? Und ich mache das gerne so, gerade bei Sachen, die elastisch bleiben sollen, dass ich das nicht annähe, sondern dass ich quasi Maschen von innen aufnehme auf eine separate Nadel und das dann zusammenstricke und abkette. Wie so ein Three-Needle-Bind-Off sozusagen. Seht ihr, was ich meine? Ja. Wenn es elastisch bleiben soll, finde ich das gescheiter. Wenn man das annäht, muss man da echt aufpassen, dass es nicht zu fest wird. Da muss man wirklich auch viel hin und her. Und so mache ich das einfach so beim Abketten. Hab das in einem Rutsch. Ist jetzt nicht sonderlich viel mehr Aufwand. Abketten muss ich eh. Und ja. Genau. So sieht's aus. Ich habe euch ja, glaube ich, schon beim letzten Mal gesagt, dass ich erstmal alles fertig mache. Und dann gucke, wie lange ich den Körper bekomme mit der Restwolle. Deshalb habe ich hier gerade auch noch einen Knäuel dran hängen, weil ich bin einfach zu faul, noch einen Faden mehr zu vernähen. Dann gebe ich mir das lieber, dass da alles noch so ein Knäuel dran hängt. Ich habe aufgehört, als eh mein erstes Knäuel Mohair leer war. Genau, also ich habe für den Ärmel hier fast ein Knäuel Merino Socks High Twist. Also ich stricke das Ganze ja aus meiner Merino Socks High Twist, zusammengehalten mit meiner Kitzig. Und ich habe fast einen Knäuel für einen Ärmel gebraucht. Also ja, ist schon halt, ne? Das ist fast so wie ein Körper. Also, ne? Wenn ich das ein bisschen dehne, dann passe ich da rein. Also, ja. Aber das Ganze wird auch auf größere Nadeln gestrickt. Ich glaube, ich habe gerade eine 5,5er. Der Körper wurde auf kleineren gestrickt, ja. Und ich gehe, ihr wisst, immer eine halbe Nadelstärke runter. Ich weiß einfach, dass ich damit gut fahre, weil ich locker stricke. Da kommt ja dann noch hier der Ausschnitt, der wird noch dran gestrickt. Dann kriegt das Ganze etwas mehr Stabilität und Form. Weil jetzt ist es natürlich noch total labberig und würde mir überall runterrutschen. Ja. Und hier kommen noch so Bindebänder dran normalerweise. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die mache oder nicht. Ich weiß nicht, ob das dann auch wieder aufträgt in der Taille. Ich weiß nicht, ob ich da unnötig viel Wollstoff möchte. Ja, das weiß ich wirklich noch nicht. Mal gucken. Das werde ich dann entscheiden. Vielleicht stricke ich sie mal oder ein Stück und halte es mir mal an. Ich weiß nicht. Ich finde es, glaube ich, ohne auch ganz cool. Ich mag eigentlich solche Bindebänder, aber dadurch, dass die halt aus Wolle sind, tragen die, glaube ich, auf. Und wenn dann da dieses Gummielastik noch an die Nahtzugabe, also an die Abkettkante genäht ist und es mir dann eng anliegend genug ist, werde ich das wahrscheinlich lassen. Das werde ich mal schauen. Also ich habe schon mal so anprobiert gehabt. Das passt genau gut. Es ist, liegt an, aber ist überhaupt nicht eng. Also es liegt gerade so an. Gerade so. Also viel weiter dürfte es nicht sein. Genau. Ja, ich glaube, dann habe ich euch alles dazu erzählt. Ich weiß, das ist auch wieder so ein extravaganteres Teil. Wenn jemand von euch das schon mal gestrickt hat, sagt mir mal Bescheid. Ich glaube es fast nicht. Das ist, glaube ich, wieder sowas, was irgendwie fast niemand strickt, nur ich. Aber ich finde es halt mega cool und ich finde,
man kann auch schon so ein bisschen erkennen, wie es später aussehen soll. Also, ja, irgendwie habe ich auch genau, das war eigentlich gar keine Absicht, genau irgendwie sowas in dem Stil an. Das, aber das ist ein Kleid hier, was ich hier anhabe, ne? Heute. Ja, hatte ich schon länger nicht an, hatte ich irgendwie mal Lust zu. Ich liebe dieses Kleid, was ich hier gerade anhabe. Das Einzige ist halt immer, wenn. Ist immer so, wenn die Ärmel hier angenäht sind, dann neigen die Ärmel einfach so ein bisschen zum Rutschen. Also es geht. Ist jetzt nicht so, dass es mir jede Minute runterrutscht. Aber wenn man sich viel bewegt und so, dann kann es schon mal sein, dass ein Ärmel runterrutscht. Ich würde es jetzt nicht anziehen, wenn ich Sport mache oder irgendwas mache, wo ich viel Action habe oder so. Aber ja, wenn man nicht groß rumfuchtelt, dann ist es völlig in Ordnung. Genau, deswegen bin ich mal gespannt, wie das hier werden wird. Ja. Genau, also ich glaube, das hält aber ganz gut zusammen, weil das hier so dann zusammengestrickt wird und mit dem Gummi. Ich glaube, das geht schon. Genau. So, dann stricke ich an noch etwas. Leute, ich war fleißig, oder? Also, ich habe euch ja gesagt, ich möchte diesen Twisted Loop Sweater stricken. Anleitung auch in der Infobox verlinkt, wenn ihr mal sehen wollt, wie das Teil fertig aussieht. Ja, genau. Und ich habe angefangen. Ich stricke zusammen mit der lieben Edith aus meiner Strickelikal-Strickgruppe. Und der ist irgendwie schon ewig keinen Keil gab. Ich hatte erst überlegt, den Pulli dafür zu nehmen, aber um einen richtigen Keil draus zu machen, ist der auch wieder zu speziell, beziehungsweise die Wolle, die man braucht, ist zu speziell. Und schaut mal, so weit bin ich. Ich stricke den aus meiner Merino Decay zusammengehalten mit meiner Cloud 7. Und es ist einfach richtig gigantisch. Also das ist nochmal weicher mit der Cloud 7, wie wenn man Kids Silk nimmt. Die Lauflänge kann man einigermaßen gegeneinander austauschen. Die Kids Silk läuft 840 Meter auf 100 Gramm. Die Cloud 7 läuft 600 Meter auf 100 Gramm. Ich kann ja mal die beiden Fäden jetzt nebeneinander halten, dass ihr mal einfach einen Vergleich habt. Also ein Ticken dicker ist es natürlich, aber so what? Das stellt natürlich nicht scharf. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Das ist Cloud 7 und das Rosane ist Kitzig. Ja, ich glaube, ich kann es vergessen. So vielleicht. Ich sehe es gar nicht richtig, ob es scharf stellt. Eventuell, ja. Also ganz ehrlich, das bisschen ist. Finde ich egal, also bei den Strickprojekten. Und der macht echt super viel Spaß. Übrigens erkläre ich euch auch später mal, wie man das mit der Lauflänge berechnet. Es haben doch ein paar danach gefragt, beziehungsweise gesagt, dass sie das schon interessieren würde. Ihr seht, das ist ein Rippenmuster und dann kommt da auch so ein Zopf. Ausnahmsweise habe ich ein 55er Seil und ich könnte sogar noch ein größeres nehmen. Das ging überhaupt nicht mit einem 20er Seil, mit einem 35er auch nicht. Das ist total untypisch für mich. Aber die Wolle ist halt echt sehr dick und die Nadel im Vergleich sehr klein. Ich stricke jetzt hier auf einer 4er Nadel. Angegeben ist eine 4,5er. Ihr wisst, wenn ich auf einer 4er stricke, ist angegeben eine 4,5er. Ja. Und bei den Größen, wo man Viertelnadelstärken hoch und runter gehen kann, gehe ich dann eine Viertelnadelstärke runter. Und das passt einfach für mich wunderbar. Meine Maschenprobe kommt auch hin. Ich habe es ausgemessen. Ja. Die Maschenprobe ist ganz normal wie bei Fingering, aber dadurch, dass es ein Rippenmuster ist, uns im Rippenmuster gemessen wird, die Maschenprobe, logisch, das zieht sich zusammen, passt es dann wieder wunderbar. Ich glaube, die Maschenprobe sind 22 Maschen auf 10 cm, aber hier im Rippenmuster halt, logischerweise, ne? Und dadurch ist das wieder. Völlig fein, ja, die linken Maschen dazwischen, die fallen fast weg. Ich zeige euch das mal hier. Hier, ihr seht, ne, da sind die linken Maschen dazwischen, aber die nehmen fast keinen Platz ein. Seht ihr das hier? Hier kann man das ganz gut erkennen. Hier die rechten, die sind präsent, die nehmen ihre Breite ein. Dann kommen die linken und die verschwinden fast. Also. So wäre das dann gestretched. So wäre das, wenn es halt glatt rechts wäre. Ne? Ja, ihr wisst, was ich meine. Man kann noch nicht viel Form erkennen, aber es macht auf jeden Fall super viel Spaß. Ich habe jetzt einige Tage nicht weiter gestrickt. Ich glaube, das ist mein Ergebnis von
Samstag, Sonntag und ein bisschen, nee, Montag habe ich Montag gestrickt, ich weiß nicht. Ich glaube Montag auch nicht mehr viel. An 2, 3 Tagen habe ich mal ein bisschen daran gestrickt. Ich dachte ehrlich gesagt, es geht schneller, weil die Wolle halt so dick ist, aber dadurch, dass die Nadeln im Vergleich zur Dicke der Wolle doch recht klein sind und es ein Rippenmuster ist mit Zopf und der Pulli Oversize ist, ich stricke den auch Oversize, zieht sich das. Genau. Also, zu Oversize möchte ich noch was sagen. Ich finde ja, habe ich eben gesagt, so normale Pullis aus dünner Wolle stricke ich lieber etwas eng anliegender. Ich mag das nicht, wenn die ja, so Mehrweite haben, also viel Positive Ease. Das ist einfach nicht so mein Ding. Vielleicht irgendwann, aber gerade aktuell ist es nicht mein Ding. Was ich aber dann wieder ganz schön finde, ist, wenn die Wolle einfach etwas mehr Stand hat und dann ist es ein Oversize-Pulli, dann finde ich das viel, viel schöner und viel, viel angemessener, wie wenn da so ein wabbeliges Ding hängt. Weil ich finde, wenn ein Pulli dünn ist und man ihn Oversize strickt, dann zeichnet er halt trotzdem irgendwie die Figur so komisch ab. Und das, ja, das, was dann zu viel ist, das hängt da irgendwie so runter. Aber wenn der Pulli wie der hier, ich habe sowieso noch ein bisschen dickere Wolle im Endergebnis, jetzt aber nicht viel, als angegeben wäre, der hat schon gut Stand hier, ne? Und dadurch wird er einfach total cool aussehen als Oversize-Pulli, weil er halt nicht einfach so wie ein Sack runterhängt, sondern weil der Pulli an sich etwas seine Form behält, auch wenn man ihn anhat und dann die Figur total schön umspielt und nicht sich trotzdem irgendwie alles abzeichnen und dann aber an manchen Stellen einfach zu viel Stoff hängt. Wisst ihr, was ich meine? Also so ist zumindest mein Empfinden. Die Geschmäcker sind verschieden, aber so sehe halt eben ich das. Also so ganz bisschen positiv ist völlig okay, auch bei dünnen, aber wenn das wirklich so ein... Ich habe auch lange Zeit geliebäugelt, mir den Boxi zu stricken, aber ich glaube, ich würde ihn gar nicht anziehen, weil, ja, aus genannten Gründen, ne? Dann lieber sowas hier in Oversize. Genau. Ja, mehr gibt es dazu, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Die Anleitung ist bis jetzt wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Der Pulli heißt übrigens, ich glaube, ich habe es gar nicht gesagt, Twist Loop Sweater. Und diese Designerin nennt sich Other Loops. Es gibt auch einen Account davon auf Ravelry, allerdings gibt es den Pulli nicht auf Ravelry. Und generell kann man die Anleitung von ihr auch nicht auf Ravelry kaufen. Genau, die Anleitung gibt es allerdings in ganz vielen verschiedenen Sprachen, auch in Deutsch. Ich habe sie aber in Englisch gekauft. Und tatsächlich, ich hatte Englisch angeklickt, dass ich die Seite auf Englisch angezeigt haben möchte. Und dann stand dann auch, diese Anleitung ist auf Englisch und tatsächlich bekommt man dann auch nur den englischen Download. Also es ist nicht so, wie es ja sonst eigentlich bei Ravelry üblich ist, wenn man die Anleitung kauft, dass man sie dann auch in allen Sprachen erhält. Genau, das wollte ich nochmal dazu sagen. Also falls ihr die Anleitung kauft, überlegt euch gut, ob ihr in Deutsch oder Englisch stricken möchtet. Bis jetzt ist die englische Anleitung, wie gewohnt, bei englischen Anleitungen echt super. Zur deutschen kann ich nichts sagen. Aber ich stricke eh lieber englische Anleitungen. Und ich glaube, die De Designerin kommt aus Dänemark oder sowas. Also auf jeden Fall zahlt man in irgendwelchen Kronen. ich weiß gar nicht mehr, was die Anleitung gekostet hat. 8 Euro irgendwas oder so. Ich glaube, es waren 60 Kronen. Aber da gibt es ja auch verschiedene. Genau, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe es vergessen. Naja, auf jeden Fall überlegt euch, in welcher Sprache ihr das stricken möchtet, bevor ihr die Anleitung kauft. Ich dachte mir, Englisch stricke ich eh lieber. Und zweitens, wer weiß, ob die deutsche Übersetzung so gut ist noch dazu. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist die auch super, aber ich wollte es einfach nicht austesten. Ich weiß nicht, was die Edith strickt. Ich habe sie gar nicht gefragt, ob sie die deutsche oder englische Anleitung hat. Genau. Ja, so viel dazu, ihr Lieben. Was ich als nächstes stricken möchte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe aber letztens einen Pulli gesehen. Ich glaube, ich habe den noch hier offen. In meinen, wie nennt man das hier? In meinen Tabs. Ah, hier ist es. Und das ist auch wieder irgendwas Dänisches oder sowas. Also ich weiß nicht, in letzter Zeit wird mir das einfach ständig angezeigt auf Instagram. Ich glaube, zu diesem Twist Loop Sweater gab es auch einen Knit Along. Deshalb wurde mir das ständig angezeigt.
Und zwar, guck mal, ich finde dieses, es spiegelt jetzt total. Das ist von Lenit, der Peggy Sweater. Den fand ich ganz cool. Ich weiß aber nicht, ob ich den jetzt als nächstes stricken wollen würde. Ist halt wieder ein Oversize-Pulli auch. Aber ich finde das ganz cool. Ich möchte ein paar mehr solcher Pullis haben, die ein bisschen anders sind. Ich habe es letztens bei unserem Stricktreffen schon gesagt. Es hängt mir so ein bisschen zum Hals raus, immer einen Pulli zu haben. Oben in der Passe passiert im besten Fall irgendwas, ist ein bisschen Lace, ist ein bisschen Colorwork. Und dann nach der Brust strickt man den Pulli rechts runter, Ärmel dran, fertig. Von dieser Art Pulli habe ich in verschiedensten Varianten gefühlt eine Milliarde Pullis gestrickt. Fast alle Pullis, die ich habe, sind so, nicht alle, aber 80%, glaube ich. Und ja, gut, ich habe schon ein paar auch andere gestrickt, aber ich habe auf jeden Fall von dieser Art Pulli genug und ich möchte gucken, ha, wer weiß, ob das so sein wird, dass ich ein paar Pullis stricke, die dann doch ein bisschen anders sind. Der hier ist auf jeden Fall schon anders, weil der komplett Rib ist. Der hier ist sowieso anders, weil der ist ganz speziell. Und die Be Mine Blues ist zwar an sich schlicht rechts, aber ist doch wieder was anderes, weil die überall diese Bündchen hat und dieses Bindedetail und nicht einfach hier irgendwie noch ein Muster hat. Wisst ihr, was ich meine? Also eigentlich sind die alle drei außerhalb dieser Kategorie. Und ich merke, das macht mir Spaß. Und ich trage diese Pullis auch total gerne. Ich schließe natürlich nicht aus, dass ich mal wieder einen Colorwork oder Lace-Pulli stricken werde. Also der hier nur oben in der Passe irgendwas hat, um Gottes Willen. Das passiert bestimmt. Aber ich merke, dass ich Lust darauf habe, solche Pullis zu stricken. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Genau. Ja, wie gesagt, ich habe noch keine Wolle gefärbt. Ich weiß nicht, was ich als nächstes stricke, aber. Ich habe jetzt noch drei Pullis auf den Nadeln. Ihr wisst, für mich ist das halt echt auch super viel. Ich bin ja eigentlich ein Monogamstricker. Zwei Pullis sind schon krass für mich. Ich stricke ja fast nur Pullis. Ja. Aber ich möchte auch nochmal einen Cardigan stricken. Und ich hatte mal damals aber noch aus einer Wolle von Supergarne den Let Go Cardigan von Jorge Locatelli gestrickt. Und erstens ist der recht eng anliegend, also das ist eher so für den Sommer zum drüberziehen, weil viel drunter kann man halt nicht anziehen. Und zweitens, ja, die Wolle ist okay, aber irgendwie wird man halt einfach verwöhnt, sage ich mal. Wenn man immer schöne, kuschelige, qualitativ hochwertige Wolle verstrickt, mag man irgendwann keine andere mehr. Also bei mir ist es zumindest so, ja, es ist einfach eine Gewohnheitssache. Früher fand ich die Wolle von Supergarne völlig ausreichend, völlig fein, weil ich kannte aber nichts anderes. Ja, mittlerweile, wie gesagt, ist okay. Also wenn ihr damit strickt, super. Wie gesagt, habe ich auch lange Zeit. Aber irgendwie jetzt, ja, ich glaube, es wird aus einem Decay gestrickt. Ich würde es jetzt halt aus meiner Merino Decay einfach stricken. Ich habe es in Grau gestrickt, vielleicht würde ich den sogar nochmal in Grau stricken, aber einfach ein bisschen hochwertiger und einer Größe größer. Ja. Mal schauen, damit man den halt auch ein bisschen drüber schmeißen kann. Genau, also ein paar Cardigans wäre auch mal ganz cool. Dann habe ich auch mal gestrickt den, wie heißt der, All of the Lights von Rory Locatelli in einem Garn, wo Kaschmir mit bei ist. Ich liebe den Pulli, den Pulli, den Cardigan, den ziehe ich auch echt oft an. Der ist allerdings so leicht buntig. Leicht. Und den würde ich mir vielleicht auch nochmal in einem Grau, Beige, Rosé oder sowas stricken. Ihr wisst, das sind halt einfach meine Farben. Ja. Beige färben ist immer so eine Sache. Ich finde, das hat jetzt ganz gut hingehauen, dass es ein schönes, helles Beige ist. Also ich rede von hellbeige, ne? So. Ich finde, das ist jetzt echt gut geworden. Ja. Genau. Habe ich irgendwie nämlich, also das wird halt schnell zu gelbstichig oder zu braunstichig oder zu orangestichig. Also ich habe keine Farbe da, die mir irgendwie gefällt, so wie sie ist. Also ich muss da schon ordentlich Sachen zusammenmengen. Aber das hat, ja, finde ich, ist mir jetzt ganz gut gelungen. Genau. So, ihr Lieben, genäht habe ich auch einiges, aber bevor wir mit dem Nähen weitermachen, weil. Ich weiß, nicht jeder mag das mit dem Nähen.
zeige ich euch noch ganz kurz, was Neues in den Shop zieht, gleichzeitig hier mit dem Upload von diesem Video. Ist nicht viel, aber ich habe ein paar Täschchen genäht. Und zwar zwei verschiedene, jeweils in zwei Größen, also quasi vier verschiedene. Und zwar gab es beide schon mal im Shop. Also beide Stoffe, das gab es schon mal vor ein paar Jahren und ich hatte einfach noch Reststoffe. Und ja, wollte die jetzt einfach mal verwerten. Und zwar ist es was Frühlingshaftes geworden. Ja, diese Tasche ist einfach ein Träumchen, weil dieser Stoff einfach so wunderbar frühlingshaft ist, leicht mädchenhaft, aber durch dieses Grau ist er dann doch schlicht. Und ich habe auch bewusst hier was Graues dazu gewählt. Ja. Genau, und innen drin habe ich mal so, das verwerte ich eigentlich fast nie, so ein ganz klassisches Taschenfutter gewählt. Also so, ne? Und dadurch kann man aber auch da, glaube ich, ganz gut Spinnfasern drin aufbewahren, weil dieser Stoff, der fusselt halt nicht, also ne, der nimmt keine Fusseln an. Dieser ganz glatte, den hat man auch in vielen gekauften Handtaschen drin. Ja. Das ist einmal die hier, die gibt es in zwei Größen, das ist die große und das ist die kleine. Und dann habe ich noch die Tasche hier. Finde ich ja auch mega. Ich liebe diesen Stoff und das ist so ein bisschen, also die andere Tasche ist Baumwolle und das hier ist so ein dickerer Canvas. Ich glaube, ja, ich würde sagen, das kann man dann Canvas nennen. So ein bisschen dicker gewebt, der Stoff ist dicker und schwerer, aber die Motive sind halt einfach total cool und ich finde auch sehr, sehr frühlingshaft. Hier sieht man ein paar mehr noch von diesen Pfauenfedern und dazu habe ich so ein dunkles Kunstleder kombiniert und so eine hübsche türkisene Paspel. Und da innen drin habe ich auch einen ganz coolen Baumwollstoff. Also ich finde den total schön. Na, ich hole es einfach mal raus. Ich finde den wirklich nämlich schön. Guckt mal. So mit so Fahnen und Blümchen und Blättern. Auch in so einem coolen Türkis. Und ja, die Hardware ist Gold gehalten. Sowohl Reißverschluss auch, als auch hier diese Schlüsselanhänger. Handdurchmach. Griff. Danke, Griff. Griff, das wollte ich sagen. Ja. Genau, richtig, richtig schön. Und die gibt es einmal in M, aber die ist etwas höher in M. Und dann einmal in, von der Breite her L, aber die ist riesenhoch, schaut mal. Also da passt echt einiges rein und ich weiß nicht, ob ich mir eine in M behalte oder eine in L. Da muss ich wirklich mal schauen. Denn wenn man jetzt so Sachen hat, wie also mit Kitzig und es doppelt hält, habe ich hier immer diese Garnabroller. Und wenn ich das so hintransportiere, muss ich die halt dann auch mitnehmen, weil gerade das Kitzig, das ist nicht so cool von innen zu stricken und ich stricke nicht gerne ohne Garnabroller von außen. Also da muss dann. Ja, und ich brauche eine Tasche, wo dann auch, wenn man hier so, ich habe 1 Milliarde Stränge für den Pulli, ne, weil dick und Oversize, ja. Gucken, was da, ob dann da alles reinpasst. Weil wenn der Pulli noch gewachsen ist, plus dann noch diese, die Wollabroller, dann ist das schon eine Hausnummer. Oh, ich habe hier, das kann ich euch gar nicht zeigen, weil das sieht furchtbar aus, ich habe mir in den Fingernagel genäht, da hat die Nadel drin gesteckt, also mit der Nähmaschine. Es hat geblutet wie sonst was, aber nicht durch den Finger durchgegangen. Und ich habe hier so Shellac drauf und der ist jetzt tatsächlich, ich dachte, es ist schon okay, aber tatsächlich ist der jetzt doch eingerissen an der Stelle, wo ich mir reingenäht habe. Hm. Ja, so viel dazu. Genau. Bevor wir mit dem Nähen weitermachen, möchte ich euch jetzt mal ganz kurz erklären, wie man das ausrechnet, wenn man irgendwie eine Lauflänge berechnen will. Ich hole mal ganz kurz Zettel und Stift und dann erkläre ich euch das. So, also, prinzipiell ist es einfach nur eine mathematische Gleichung. Wenn ihr berechnen wollt, was ihr für eine Lauflänge am Ende habt, ja, man weiß ja, okay, wenn man jetzt irgendwie Kitzig mit einem Fingering kombiniert, dann ist es so eine,
die Kale-Sport, irgendwas dazwischen, ne, kann man irgendwie dann supplementieren. Das weiß man, aber wenn das mal ein bisschen was Ausgefalleneres ist oder ja, wenn das drei Garne sind, die man zusammenhalten muss oder vier, habe ich jetzt noch nirgendwo gesehen, aber wer weiß, dann ist es ja ganz cool, wenn man sich das selbst ausrechnen kann, was man für eine Endlauflänge hat, weil das wird ja dann sehr schnell unübersichtlich, ne? Und zwar schreibe ich euch mal die Formel auf. Und zwar, so dass ihr es am besten versteht. Ich habe es jetzt mal als Beispiel für 3 gemacht. Also, alles in Brüchen. Also, 1 durch die erste Lauflänge plus 1 durch die zweite Lauflänge plus 1 durch die dritte Lauflänge ist gleich 1 durch die Endlauflänge. So. Natürlich, wenn ihr jetzt nur 2 Lauflängen habt, macht ihr einfach 1 durch Lauflänge 1 plus 1 durch Lauflänge 2 ist gleich 1 durch Endlauflänge, dann fällt es hier weg. Und wenn ihr jetzt noch eine vierte Lauflänge hättet, würdet ihr einfach hier noch plus 1 durch L2, L4, sorry. Plus 1 durch L4 würdet ihr addieren und das ist dann gleich 1 durch die Endlauflänge. So, das ist es eigentlich schon. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel dafür. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber so grob für den Pulli war das so. Also. Also, ich hatte bei dem Pulli eine Garnangabe von 350 Meter Lauflänge, 840 Meter Lauflänge und das dritte Garn war 700 Meter Lauflänge. Das Wichtige ist, dass ihr das Ganze immer einheitlich auf pro 100 Gramm habt. Bei dem Pulli war zum Beispiel die eine Lauflänge angegeben. Das waren dann, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, 800 Meter auf 115 Gramm. Ne? Das müsst ihr dann erstmal runterrechnen auf 100 Gramm, logischerweise. Oder wenn ihr manchmal Knäule habt, da steht dann, die Lauflänge sind 200 Meter pro 50 Gramm. Dann müsst ihr das natürlich auch umrechnen auf 100 Gramm. Das ist, glaube ich, logisch. Wir müssen eine einheitliche Basis haben. Also immer die Lauflänge pro 100 Gramm. Bei einer Lauflänge von 200 Metern pro 50 Gramm ist es logisch, die Lauflänge ist dann pro 100 Gramm 400 Meter. Genau. Wenn ihr jetzt sowas habt wie die Lauflänge ist 800 Meter pro 115 Gramm, dann teilt ihr einfach die 800 durch 1,15. Ne? Weil 115. Das heißt, ihr müsst die Lauflänge, die da angegeben ist, durch 1,15 teilen. Okay? Wenn ihr jetzt, keine Ahnung, 800 Meter oder irgendwas auf 130 Gramm angegeben habt, warum auch immer, dann teilt ihr das Ganze durch 1,3, damit ihr einfach auf eine Lauflänge pro 100 Gramm kommt. Genau. Und diese Werte pro 100 Gramm tragt ihr in unsere Formel ein. Ne? So. Und wie mache ich das? Also im besten Falle hat man so einen Taschenrechner. So. Man könnte einfach jetzt hier das hier rüberziehen, mal die Endlauflänge. Und dann hat man, und das dann wieder rüber, ne? Aber ich zeige euch jetzt mal, ich glaube, das ist zu viel Mathematik. Ich zeige es euch jetzt mal, wie ich das hier in den Taschenrechner eingeben würde. Und schreibt es euch dann auch gleich nochmal so auf. Also, 1 durch 350 plus 1 durch 840 plus 1 durch 700. Guck mal, so würde ich das jetzt in den Taschenrechner vom Handy eingeben, weil ich glaube, wir haben alle ein Handy. Aber wir haben vielleicht nicht alle einen Taschenrechner, wo man Brüche eingeben kann. Das ist genau das Gleiche. Dieser Bruchstrich heißt nichts anderes als geteilt durch. Seht ihr das? So, und jetzt macht ihr hier einfach Klammern drum. Ich muss leider immer umdrehen, weil ich sehe das sonst nicht, was ich hier mache. So, ne? Ihr seht, hier haben wir diese Klammern. Da habe ich einfach vorne und hinten eine Klammer drum gemacht. Und sorry. Und macht dann davor eine 1 durch. Kann man das sehen?
Aber jetzt ist es wieder unscharf, ne? Ich glaube, jetzt kann man es sehen. Und dann drücke ich auf Klein. Na. Jetzt hat mir das hier noch irgendwie so andere Zeichen hingemacht. Ungültige Eingabe. Achso, da ist mein Durch wieder weg. So. Schaut mal. Das wäre jetzt meine Berechnung. Und dann hätte ich genau die Endlauflänge. Seht ihr das? Ich schreibe euch das nochmal so auf, dass ihr das versteht. Also, ihr könnt es natürlich auch direkt so hinschreiben. Ich nehme mal einen neuen Zettel, da habe ich mehr Platz. Eins durch, Klammer auf. 1 durch 350 plus 1 durch 840 plus 1 durch 700. Und wenn man das jetzt aufschreibt als allgemeine Formel, hat man 1 durch, Klammer auf, 1 durch die erste Lauflänge plus 1 durch die zweite Lauflänge plus 1 durch die dritte Lauflänge. Und ihr könnt es verkürzen, wie gesagt. Ne, das wäre die Formel. So könnt ihr das in euer Handy eingeben. Seht ihr das? Im Vergleich zeige ich euch nochmal, das wäre hier das Ganze mit meinen Werten. Guck mal, kann ich das so machen, dass ihr beides seht vielleicht? Ja. Moment, so. Also 1 durch, Klammer auf, die erste Lauf, 1 durch die erste Lauflänge plus 1 durch die zweite Lauflänge plus 1 durch die dritte Lauflänge. Wenn ihr noch mehr Lauflänge habt, macht ihr dann einfach plus 1 durch die vierte Lauflänge und so weiter und so fort. Oder wenn ihr nur zwei Lauflängen habt, lasst ihr hier das mit der 3 weg, ne? Macht nur bis Lauflänge 2, na, das ist L2. Lauflänge 2 und habe dann die Endlauflänge. Okay? So, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ich bin, glaube ich, nicht so gut im Erklären von Mathe. Ja, sagt mir mal Bescheid. Ich hätte euch jetzt einfach die Gleichung umstellen können und hätte euch zeigen können, wie man die Gleichung umstellt. Aber ich glaube, so ist es einfacher, weil halt viele auch nicht so einen mathematischen Taschenrechner haben, wo man Brüche eintippen kann. Ich weiß gar nicht, ob das auf dem Handy irgendwie geht, das weiß ich nicht. Genau. Wenn ich es hinkriege, tippe ich euch das mal in die Infobox rein, diese Formel. Okay? So. So viel dazu. Jetzt wären wir fertig mit dem strickigen Teil und ich würde euch mal den genähten Teil zeigen. Und zwar habe ich euch das letzte Mal schon dieses Kleid hier gezeigt. Da hatte ich aber nur die Bluse, also quasi den Oberkörper fertig. Und jetzt ist es quasi ein komplettes Kleid geworden. Und die ganzen Ärmel sind fertig. Die eine Manschette, oh, die sind beide offen. Ich knüpfe die mal gerade zu, dass ihr das auch mal seht. Ich habe da bei AliExpress Knöpfe bestellt. Und zwar habe ich einfach eingegeben Knopf Gold rund. Und ich habe die hier in Matt gewählt. Ich finde, es passt auch total gut. Und die sind total hochwertig und total schön. Die haben jetzt einen Durchmesser von 12 mm und das hat hier voll gut zu diesen Schlaufen gepasst. Ich weiß nicht, ob 15 mm auch noch gegangen wäre. Ja. Das ist ja das Kleid nach einem Schnittmuster von Vogue, ja, wo ich die Probleme hatte, dass ich einfach Größe 46 gehabt hätte, laut deren Angaben, und das Schnittmuster aber nur in bis irgendwie Größe 42 oder 44 oder sowas hatte. Ich glaube 42 bis Größe 14 hatte ich und ich glaube, ich hätte Größe 18 nähen müssen oder sowas. Ja, da habe ich ja überall angepasst. Also ich finde es schon krass, für über 20 € ein Schnittmuster zu verkaufen und es dann sogar noch in Größen aufzuteilen, dass man nicht mal alle Größen hat für den Preis. Aber gut,
Also ich werde davon nichts mehr kaufen, ich sage es ganz ehrlich. Das Schnittmuster war an sich gut. Das war an sich sehr ausführlich. Es war alles sehr gut erklärt. Da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Ja, was mir aufgefallen war, das hatte ich das letzte Mal schon bemängelt, dass viele Nähte laut denen gar nicht versäubert werden. Nicht wundern, ich mache mal gerade die andere Manschette hier noch zu. Das finde ich so ein bisschen blöd. Ich habe halt einfach so nach Anleitung genäht und irgendwann dachte ich so, hä? Da sind jetzt einige Kanten gar nicht versäubert. Und ja, auch in der Anleitung sieht man, dass sie auch nicht versäubert sind. Zum Beispiel hier der komplette Ärmel ist innen drinnen nicht versäubert. Ja, und es ist im Nachhinein auch immer so ein bisschen blöd zu machen mit der Overlock. Vielleicht werde ich das an manchen Stellen dann mal mit einem Zickzackstich oder so machen, weil man da einfach ein bisschen tiefer reinkommt. Schaut mal, jetzt habe ich halt hier innen drinnen. Ich habe einfach stumpf nach Anleitung genäht. Und ich habe mir geschworen, ich nähe nie wieder einfach stumpf nur Anleitung, sondern überlege halt selbst. Das hier zum Beispiel, ne, das ist jetzt schon total aufgefrisselt. Ja, da werde ich einen Teil mit der Overlock versäubern und einen Teil vielleicht dann, wo ich nicht dran komme, mit dem Zickzackstich, ebenso hier neben diese Seitennähte beim Oberteil. Und das, ja, ist irgendwie ein bisschen schade. Das werde ich vielleicht nochmal machen. An sich ist das Kleid aber sehr, sehr schön geworden. Ich hoffe, man kann das hier einigermaßen sehen. Im Oberteilbereich ist das hier alles gerafft mit so wunderschönen Schlaufen für die Knöpfe und diesen Bindeband. Und das Einzige, das ist aber meine Schuld, was nicht schön ist. Ich versuche es mal von hinten zu zeigen. Ups. Hier. Da hatte ich einfach die Nahtzugabe eigentlich gar nicht so knapp abgeschnitten, aber trotzdem ist mir das plötzlich ausgerissen gewesen. Ja, dementsprechend hat mir da ein Stück gefehlt. Ah, hier ist es, genau hier neben an der Seite. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ja, es fällt aber jetzt nicht groß auf. Aber ja, ich hätte einfach nochmal das Teil ausschneiden und bebügeln sollen. Ich hätte noch genug Stoff gehabt. Ja, manchmal sollte man sich einfach noch die Viertelstunde mehr Zeit nehmen und hat dann aber ein perfektes Ergebnis. An sich ist es ein wunderschönes Modell, es ist sehr detailreich, es ist ja mit viel Schnickschnack, sage ich mal, mit diesen ganzen Raffungen hier in dem Bereich, hier in dem Bereich und mit den wunderschönen Manschetten hier dran. Nennt man das Manschetten überhaupt? Ich weiß gar nicht. Und diesen Schlitz hier noch, also das ist alles sehr schön gemacht, aber ja, ich möchte es trotzdem einfach nicht unterstützen, sage ich mal. Ich fand es mit der Größe blöd und dass ich überhaupt nicht die Größe hatte, die ich hätte nähen müssen. Ja. Weil wer rechnet schon damit, dass man Größe 46 nähen muss? Und mein Freund hat mir das ja in den Adventskalender reingepackt, die Anleitung total süß, weil ich irgendwann mal gesagt habe, dass ich die voll schön finde, aber halt nicht bereit bin, über 20 Euro dafür auszugeben. Und ja, also an sich total schön und die Anleitung war auch gut beschrieben, muss ich wirklich sagen. Es war alles sehr klar, aber trotzdem nicht mehr. Genau. Ja, hier hängt noch so ein Fädchen raus. Ich hatte es leider noch nicht an, ich habe es aber schon gewaschen und oh, wie immer, vielleicht habt ihr, die ihr ein bisschen länger näht schon als ich, da einen Tipp für mich. Und zwar, was sind denn da hier? Ach, da ist noch ein Heftfaden drin. Okay, jetzt ist aber weg, so ein Stückchen nur noch. Und zwar habe ich immer, wenn ich Rundungen säume, habe ich echt ein bisschen Struggle. Also, ja, also es geht, mittlerweile kriege ich es hin. Beim letzten Kleid bin ich echt fast verzweifelt. Ich habe das sogar doppelt umgeschlagen. Aber ist ja logisch, wenn man etwas Rundes irgendwie doppelt umschlägt, dass es halt nicht so ganz wunderbar passt. Ne? Und manchmal verzieht sich das dann hier so ein bisschen. Ich habe es aber schon öfter gesehen. Ich glaube, das ist normal. Ja, also ich stecke dann wirklich erstmal so grob Klammern, wirklich an jeder Stelle, wo das hingehört. Und dann immer wieder in die Mitte und immer wieder in die Mitte. Und am Ende pinne ich alles mit Nadeln fest. Dadurch hat das jetzt ganz gut geklappt. Natürlich vorher alles umbügeln. Also das Kleid ist total schön geworden. Ich habe es schon gewaschen. Ja. Ich benutze neuerdings total gerne zu markieren, sofern der Stoff jetzt nicht total dunkel oder schwarz ist, so diese Trickmarker-Formen,
von Friction, kennt ihr die? Die kann man so radieren. Die sind wie so ein Kugelschreiber, die kann man radieren und die gehen mit Bügelhitze weg. Also zumindest bis jetzt bei all meinen Stoffen, auf denen ich probiert habe, ging das direkt mit Bügelhitze weg. Aber man sieht gar nichts mehr von irgendwo davon. Ja, und die sind halt einfach zuverlässig. Ja. Bei dem nächsten Kleid, was ich euch gleich zeigen werde, der ist zu dunkel, der Stoff. Da habe ich Schneiderkreide benutzt, aber da gingen die auch gut zu benutzen, weil da Baumwolle mit bei ist in dem Mischgewebe. Da malt die einfach besser, wie jetzt irgendwie auf einem Viskosestoff oder so, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht. Genau, ich habe da noch so andere weiße Trickmarker, also so extra zum Nähen. Die sind auch okay. Das Ding bei denen ist, da kommt manchmal erst so die Farbe nach einer halben Minute. Man sieht nicht, was man gerade gemalt hat oder aufgetragen hat oder angezeichnet hat. Ja, so viel dazu. Also das Kleid ist total schön und ich freue mich, das demnächst tragen zu können, weil das kann ich jetzt auch bald schon tragen. Das ist aus einer reinen Viskose genäht und die ist total schön. Die habe ich mal bei Butinette im Sale erstanden. Und die hat wie so, ja, wie so ein leichtes Gittermuster so in sich, also so wie so ein paar, ja, mehr so Querstreifen, aber nur so ganz leicht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja. Also das Kleid ist echt schön, auch hier mit diesen leichten gerafften Ärmelchen hier oben. Echt schön, es passt auch wunderbar jetzt, weil ich es ja auf meine Größe vergrößert habe. Ja. Genau, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ein sehr, sehr schönes Kleid. Und jetzt ziehe ich die Puppe mal um und zeige euch, was ich noch so genäht habe. Darauf bin ich nämlich besonders stolz. Ich bin zurück und zwar habe ich noch dieses wunderschöne Kleid hier genäht und ich bin so stolz darauf, denn ich habe dieses Kleid komplett ohne Schnittmuster genäht. Ich habe mir eins selbst erstellt und zwar für hier so ein Bustier. Nicht wundern, die Puppe ist sehr viel schmaler als ich. Das passt überhaupt nicht. Normalerweise muss es hier ein Stück höher, aber dann rutschen die Ärmel alles runter. Ja, also das sitzt bei mir wirklich wie angegossen, dieses Kleid. Ich habe hier so ein Bustierschnittmuster erstellt. Dann habe ich das erstmal um 4 cm nach oben verlängert und dann wieder um 3,5 gekürzt. Also ich hätte es mir eigentlich sparen können. Das ist komplett gefüttert, außer die Cups, die nicht. Aber das hier besteht aus 4 Teilen. Nee, Quatsch, 5 Teilen. Ein mittleres Vorderteil, zwei seitlichen Vorderteilen und zwei seitlichen Hinterteilen und zwei mittigen Rückteilen und hat hinten einen Reißverschluss. Und dann habe ich hier so Cups eingearbeitet, die viel länger sind als, ne, das, was man braucht. Irgendwie nochmal um die Hälfte länger. Und habe hier so eine Form gemacht mit einem Tunnelzug. Und habe hier diese Bindebänder eingeführt. Das ist so eine Art von diesen Milkmaid-Dresses. Und ich habe mir so viele Videos angeguckt, wie man diese Milkmaid-Dresses näht. Viele waren auch echt schön, aber es war kein Ultimatives dabei. Also von jedem fand ich was gut, was ich an anderen dann nicht gut fand. Dann dachte ich mir, komm, ich überlege mir das einfach so komplett selbst. Und ich kaufe kein Schnittmuster. Und ich bin sehr froh, dass ich das so gemacht habe, weil dieses Kleid sitzt wirklich wie angegossen. Auch das hier. Also genau wo das Bindeteil ist, hier hört mein BH quasi auf. Ja, das Einzige, was mir aufgefallen ist, es liegt aber an meiner Körperform, meine Brüste stehen relativ weit nach außen. Dementsprechend habe ich hier nicht viel Platz, bis wo der Ärmel anfängt. Und ich wollte aber auf jeden Fall nicht den Ärmel hier irgendwie so mit rein haben. Wisst ihr, was ich meine? So, das wollte ich auf gar keinen Fall. Also habe ich das nur ganz bisschen hier angenäht. So eine ganz Mini-Armkurve hier unten gemacht. Ihr seht schon, das bei der Puppe hält ja überhaupt nichts. Die ist aber viel zu schmal. Ja, genau. Hinten Reißverschluss. Ich habe einen halben Tellerrock gewählt. Die Nahtzugaben so gewählt, dass am Ende die ganzen Nähte, man sieht die glaube ich gar nicht, ich halte es aber gleich mal näher, dass die ganzen Nähte vom Oberteil auf die Nähte vom Rock passen. Die Ärmel habe ich einfach eine ganz große Armkugel ausgeschnitten und dann hier angenäht, aber mit gut viel Nahtzugabe und dann ab hier
habe ich das Ganze umgeschlagen, sodass ich einen Tunnelzug habe und einen Gummi eingeführt, und zwar von hier bis hier. Hinten halt, ne, wo der Ärmel festgenäht ist. Jetzt rutscht das alles schon wieder. Und hier habe ich locker um meinen Oberarm einen Gummi gelegt und habe dann hier auch, ihr seht, das mit der Overlock versäubert und dann umgeschlagen. Und zwar habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Zentimeter umgeschlagen, sodass ich hier 2, 3 Zentimeter Überstand habe. Ich glaube, hier sind es 2 Zentimeter und ich glaube, hier sind es 3 Zentimeter Umschlag. Das heißt, ich habe 4 Zentimeter umgeschlagen, weil ich habe noch einen 8 mm Gummi hier reingefädelt, dann einmal komplett drumherum. Genau. Ich zeige euch mal das Kleid von hinten. Das ist ein unsichtbarer, also ein nahtverdeckter Reißverschluss. Der ist mir auch wirklich gut gelungen zum Einnähen. Und zwar hatte ich schon so ein Füßchen, aber ich war nicht so ganz zufrieden. Dann habe ich mir bei AliExpress auch für 1,50 € oder so so eins aus so einem durchsichtigen Plastik bestellt, was nicht nur eine Rille hat, sondern was nochmal so ein spitzes Teil vorne dran hat, was wirklich den Reißverschluss zur Seite schiebt. Und ich habe so genäht und ich denke mir so, hä, warum näht meine Nähmaschine nicht? Und es hat tatsächlich so nah quasi schon unter diesen Reißverschluss genäht, so nebenrein, dass man das überhaupt nicht mehr sieht, diese Naht neben dem Reißverschluss. Also die verschwindet quasi direkt neben der Raupe schon. Also wenn hier die Raupe ist, dann, und die ist ja so leicht gewölbt und näht direkt hier, aber ohne halt reinzunähen. Also ich bin sehr zufrieden. Hier kann man vielleicht auch ein bisschen besser diese Teilungsnähte sehen. Ja, ich habe eine Frage an euch, an die Näher unter euch, weil das ist das Einzige, womit ich nicht 100% zufrieden bin. Ich werde das entweder, ja, vielleicht klebe ich es tatsächlich sogar fest. Und zwar habe ich mein Oberteil komplett gefüttert. Außer halt die Cups und meinen Rock halt nicht. Und jetzt ist mir die Frage, wie mache ich das dann, wenn ich das Oberteil komplett gefüttert habe, über die komplette Länge, mit Understitching und alles, dass ich den Reißverschluss irgendwie zwischen Oberstoff und Futterstoff bekomme im Oberteil, sodass hier, bei mir guckt der raus, eigentlich nicht, aber bei mir guckt der Reißverschluss hier quasi raus. Also der verschwindet nicht zwischen Futter und Oberstoff. Ist jetzt nicht weiter tragisch. Ich werde vielleicht das einfach nochmal hier mit einem Tropfen Textilkleber dran fixieren, damit es einfach bloß nicht aufbaumeln kann, hier die Nahtzugabe. Dann ist es eigentlich auch okay. Aber sauberer wäre es natürlich, wenn es irgendwie dazwischen gesandwicht werden würde. Ich weiß nur nicht, wie das geht, weil ich muss ja das Oberteil und den Rock verbinden und dann den Reißverschluss einnähen. Und wie mache ich das, wenn ich aber gleichzeitig das Oberteil komplett gefüttert habe, aber den Rock halt nicht? Also wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich alles mit einem Futter, dann wäre es ja klar, aber naja, die viel nähen unter euch, wissen vielleicht, was ich meine, weil vielleicht hatten die dieses Problem auch schon. Genau. Ansonsten bin ich sehr zufrieden, es passt alles wunderbar aufeinander. Oh, ich sehe hier gerade, hier sieht man ein ganz bisschen den nahtverdeckten Reißverschluss. Da werde ich eventuell nochmal nacharbeiten. Mal gerade gucken, woran das liegt. Ja, hier könnte man sogar noch einen Ticken näher ran an der Stelle. Das ist aber kein Problem, das kann man im Nachhinein immer noch wunderbar machen. Dadurch, dass das Futter überhaupt nicht da, ne, dran ist oder so. Also wirklich nur so 1 mm. Man sieht es einfach nur, weil man ihn hier so erahnen kann, und beim Rest sieht man ihn halt wirklich gar nicht. Also stört auch nicht. Und es ist halt auch auf der Stelle, wo die Naht ist. Wahrscheinlich liegt es daran, dass da der Fuß ein bisschen zur Seite gerutscht ist. Genau. Aber das ist eh die Farbe vom Kleid, der Reißverschluss, deswegen, ja. Also total schön. Ich habe hier drüben, Moment, ich versuche es euch zu zeigen, einen Schlitz, einen relativ hohen, aber dadurch, dass es ein halber Circle Skirt ist, wird man niemals irgendwas sehen, weil der Rock einfach so walla walla fällt. Da ist einfach genug Stoff hier überall noch. Ja, und es sieht angezogen mega aus, dieses Kleid. Ja, und ich freue mich schon total, wenn es Sommer ist und ich das tragen kann. Genau, so.
habe ich eine letzte Sache. Und zwar mein aktuelles Nähprojekt, ein Kleid. Wie könnte es auch anders sein? Ich liebe halt Kleider, ne? Ich lebe auch gefühlt in Kleidern. Ob es jetzt Strickkleider sind im Winter oder dünne Viskose Baumwollkleider im Sommer. Ach, übrigens habe ich euch erzählt, das ist eine wunderbare Baumwoll-Viskose-Mischung. Habe ich vorher noch nie vernäht. Ich bin absoluter Fan davon. Gerade wenn man so Kleider hat mit so ein bisschen Puffärmelchen oder so ein bisschen hier, was so ein bisschen Stand haben soll, ist der Stoff perfekt. Ich habe den noch nicht gewaschen, aber ich glaube, der ist auch sehr knitterarm, weil der lag schon ein paar Mal auch in der Ecke und da knittert nichts. Durch die Baumwolle haben wir einen ganz leichten Stand, aber durch die Viskose haben wir trotzdem noch einen tollen Fall. Ich bin absoluter Fan von diesem Stoff. Ich habe den mal bei Boutinette gekauft, den gibt es leider nicht mehr. Ich habe schon geguckt, weil sonst hätte ich mir noch was nachgeordert und noch eine Bluse draus genäht. Und oder einen Rock, einen Wickelrock oder so. Gibt es leider nicht mehr. Echt schade, ey. Die haben, glaube ich, nur einen Stoff gerade gehabt. Irgendwie Viskose-Baumwollmischung. Schade. Ich nehme mir gerade ein ganz, ganz simples Kleid. Und zwar ist es auch einfach... Ja, ich habe auch sowas an. Es ist einfach so ein gesmoktes Kleid. Ja. Und zwar ist das hier so ein Rockteil. Das ist einfach eine gerade Stoffbahn, vorne und hinten jeweils 1 Meter breit mit der Länge, die ich wollte. Und oben habe ich 1,5 mal meinen Brustumfang genommen. Was gerade so okay ist, ich glaube, hätte ich die Stichlänge noch höher gestellt. Ich meine, ich muss mich nochmal informieren, ich bin ja Nähanfänger, was Klamottennähen anbelangt. Ich glaube, wenn man die Stichlänge länger stellt, wird es noch mehr zusammengezogen beim Smoken, oder? Ich glaube, das ist so, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das hat schon gut zusammengezogen, das sieht man hier auch. Aber es hätte für meinen Geschmack mehr sein können. Ich meine, ich habe das schon mal gemacht, da war das auch so. Da habe ich aber, glaube ich, die Unterfadenspannung gelockert in meiner Spule unten oder verstärkt. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas hatte ich da gemacht. Ja, es reicht aber zum Glück gerade so. Es ist eng anliegend, zum Glück, aber viel weniger hätte es nicht sein dürfen. Also ich weiß, dass beim Smoken man meistens so 1,5-fache Breite nimmt. Ja, also entweder ich gucke, wie ich das hinkriege, dass es das sich noch mehr zusammenzieht oder einfach die Abstände zwischen den Baden noch kürzer machen oder so. Beziehungsweise ich nehme 1,5 mal meinen Taillenumfang und nicht 1,5 mal meinen Brustumfang, weil obviously geht es ja auch über die Taille. Ja, an der Brust, klar. Wenn Zentimeter weniger wären, ihr seht, dann wäre es noch besser. Genau. So, also. Wie habe ich das gemacht? Ich habe hier oben, ich habe erstmal alles versäubert, dann habe ich einen Tunnelzug genäht und habe hier, lustigerweise, ich wusste gar nicht, dass das Kleid das auch hat, das hatte ja auch so eine kleine Kante. Ja. Stimmt, das hat hier echt auch so eine kleine Rüschenkante. Und das hat das Kleid hier halt eben auch. War aber jetzt gar keine Absicht, dass es jetzt so ist. Genau, weil ich habe das alles gesmoked und habe dann am Ende durch diesen Tunnelzug, der hier entstanden ist, durch das Umschlagen einen 1 cm breiten Gummi eingefügt. Und dadurch habe ich hier oben noch so eine... Also dadurch ist es oben einfach ein Stück stabiler. Kann mir auf jeden Fall nicht runterrutschen durch das dicke Gummi. Und ich habe halt noch so eine kleine Rüschenkante. Das sieht ganz süß aus, angezogen, ja. Und hier unten den Rock hatte ich, bevor ich das geschirrt habe oder gesmoked habe, habe ich schon mal den Rock angenäht. Den habe ich einfach leicht gekräuselt und dann halt eben angenäht. Alles versäubert mit der Overlock. Theoretisch könnte man das Kleid schon so tragen, wenn man das säumen würde. Ich möchte allerdings da noch so... Das habe ich in irgendeinem Video gesehen. Ich glaube von Thrills and Stitches heißt der Kanal. So Träger machen, wo einfach in der Mitte ein Gummi durchgefädelt wird, aber der Träger an sich länger ist als die Trägerlänge, die man braucht. Und dann der Gummi da durchkommt und dadurch zieht sich das alles so zusammen, wird auch so ein bisschen gerüscht. Und unten möchte ich so eine Verlängerung dran machen, so eine Rüschenkante. Die habe ich auch schon doppelt umgeschlagen und versäubert mit einem Rollsamenfuß.
Für gerade Kanten super, für so runde Kanten kann ich das zumindest nicht mit dem Rollsamenfuß. Aber für so gerade Kanten ist das einfach total Gold wert. Sieht so sauber aus, der Abstand ist überall gleich zur Kante. Mega, ne? Habe ich, glaube ich, so einen 4 mm Rollsaum gemacht. Genau, also das ist bis zum nächsten Mal auf jeden Fall fertig, weil die Träger sind quasi schon genäht. Ich muss nur noch den Gummi durch und annähen. Und halt unten muss ich diese Rüschenkante dran. Das ist immer so ein bisschen Heckmeck mit diesem Gerüsche. Ihr wisst es vielleicht, wenn ihr gerne näht. Wobei nicht alle nähen so viele Rüschen wie ich, ne? Ich nähe irgendwie immer nur Kleider, wo man irgendwas rüschen muss oder in Falten legen muss oder so. Ja, das bin halt ich. Ihr wisst so. Hier gekauft, auch alles so, ne? Ja. Genau. Ansonsten habe ich euch. Was ist das für ein Vogel? Habe ich euch, ja, glaube ich, nichts mehr groß zu erzählen. Ich glaube, das war's schon. Schon ist gut. Ich glaube, ich habe jetzt echt ewig geredet. Ja. Ich bin gespannt, was dann nach diesem Kleid kommt. Die Designerin, von der ich dieses Pleated Lily Dress genäht habe aus einer Gardine, habe ich euch im vorletzten Video, glaube ich, gezeigt. Die hat ein Schnittmuster zu einer Paperback-Hose rausgebracht heute und ich glaube, das möchte ich nähen. Ich weiß nur noch nicht, aus was für einem Stoff ich diese Hose nähen möchte. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie. Doch, stimmt nicht. Ich habe eine Hose genäht, die habe ich euch gar nicht gezeigt. Und zwar so eine Culotte, nennt man das, aber aus so einem ganzen Tellerrock. Das habe ich nachgemacht, auch wieder von meiner geliebten Kathi heißt sie. Von How to Slay Omas Kleiderschrank. Die hat sowas mal gemacht und ich habe das nachgenäht. Und die ist halt echt cool. Jetzt kann ich sie auch langsam anziehen, weil die ist nur so drei Viertel. Ja. Es ist noch kalt, ne? Aber es sieht so schön sonnig heute aus. Ich habe auch keine Softboxen heute aufgebaut. Ich hoffe, dass es okay ist mit dem Licht. Ich hoffe, oh, bitte. Ja, genau. Die habe ich mal nachgenäht, aber ansonsten habe ich. Eine Hose. Ich habe letztes Jahr drei Röcke genäht, die habe ich euch auch nicht gezeigt. Ne? Zweimal den gleichen, aber aus einem anderen Stoff, wirkt dann ganz anders. Und einmal so ein Satin-Wickelrock mit so ganz langen Bindebändern, der ist total cool. Das ist dann so ein als Tellerrock, aber mit 1,5-fachem Taillenumfang, weil ich den halt ja als Wickelrock, ne? Total cool, die Teile. Ja. Und den einen Rock hatte ich auch die Tage an, weil der ist so ein bisschen winterlicher. Der ist aus einem dickeren Stoff. Puh, sorry, ich habe eine Fluse. Bald ist nämlich auch hier wieder Stoffmarkt Holland und da hatte ich den Stoff für den Wickelrock gekauft. Wobei es sind alles drei Wickelröcke. Ja, für zwei von den Wickelröcken hatte ich den Stoff gekauft. Den dritten Wickelrock habe ich aus einer ganz simplen, billigen Baumwolle genäht, die herumgeflogen ist in hellblau. Und jedes Mal, wenn ich diesen Rock anhab, sagt mein Freund, das ist dein OP-Tuchrock. Weil dieser Stoff sah in der Tat, nachdem ich den gewaschen hatte und der auch noch so ein bisschen krinkelig war, und dann so am Bügeln war, ist halt so ein hellblau, ne? Sah aus wie so ein OP-Tuch. Aber ich trage den Rock gerne, aber das ist halt eher dann wieder was Sommerlicheres. Genau, ihr Lieben. Mal gucken, was uns in nächster Zeit so erwartet. Die nächsten Projekte, habe ich ja gerade gesagt, sind überhaupt nicht geplant. Weder beim Stricken noch beim Nähen, zumindest nicht fix. Es macht mir aber total viel Spaß. Und ja, ich werde dann heute noch das Video schneiden, aber ansonsten habe ich nicht mehr viel vor heute. Vielleicht gehen wir noch in einen asiatischen Supermarkt. Bei uns hier in Wiesbaden. In so einem Stadtteil hat ein asiatischer Supermarkt aufgemacht. Der ist halt einfach tippitoppi. Ihr kennt vielleicht diese asiatischen Supermärkte, wo man alles bekommt, aber es ist halt auch total unübersichtlich und man findet gar nichts und die Gänge sind ganz eng. Kennt ihr bestimmt. Also ich kenne nur solche. Die haben natürlich auch ihren Charme, aber wenn man was sucht, ist es natürlich cool, wenn es ein bisschen aufgeräumter ist. Und dieser Supermarkt ist total riesig und überall hängen Schilder, wo es was gibt und es ist total übersichtlich und aufgeräumt und die Gänge sind breit und mein Freund war da noch nicht und ja, ich habe ihm schon seit Ewigkeiten versprochen, dass wir da mal zusammen hinfahren und vielleicht ist es heute soweit, denn wir wollen demnächst mal wieder Sushi machen. Ich weiß nicht, ob ich es euch erzählt habe, aber ich habe angefangen, Sushi zu essen, was ich vorher nie getan habe. Ja.
Roher Thunfisch geht gar nicht, aber roher Lachs ist wirklich sogar lecker. Hätte ich niemals gedacht, dass ich das essen kann. Ich bin so ein Pienstchen. Ja. Genau. Dann, ach genau, ich habe heute noch was vor. Denn ich habe jetzt wieder angefangen, Brot selbst zu backen. Ich habe aber keinen Sauerteig mehr. Und ich habe jetzt einen Sauerteig selbst angesetzt und habe gestern Abend, beziehungsweise heute Nacht, heute Morgen, mein erstes reines Sauerteigbrot mit diesem Sauerteig gebacken. Und der ist mir im Gärkörbchen überhaupt nicht aufgegangen, obwohl mein Sauerteig echt augenscheinlich zumindest viel Trieb hatte. Ich habe jetzt aber nachgelesen, selbst wenn es am Anfang so aussieht, als hätten die viel Trieb, sind die am Anfang einfach noch ziemlich schwach. Und ja, so ein Sauerteig ist ja sehr schwer, so ein Roggenteig ist ja sehr schwer. Und anfangs schafft der Sauerteig das einfach nicht wohl, alleine das hochzutreiben. Allerdings habe ich dann, mein Cousin hat mal bei irgendeiner Firma gearbeitet, die Töpfe herstellen. Ich habe so einen gusseisernen Topf bekommen, was ich schon immer haben wollte zum Brotbacken. Richtig cool und ist einfach genau der Durchmesser von meinem Gärkörbchen. Das ist einfach mega. Also genau die richtige Größe hat dieser Topf. Und ich habe dann trotzdem, obwohl dieses Brot sich angefühlt hat wie Stein, nachdem es einfach 6 Stunden in diesem Gärkörbchen war, es hat einfach keinen Millimeter hochgegangen, habe ich es trotzdem gebacken und in der Tat ist es im Topf etwas hochgegangen. Also es ist schon gut aufgerissen. Der Geschmack ist super. Man kann es durchaus essen. Es ist nicht komplett kompakt. Es hat schon eine leichte Porung. Immerhin. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Klar, reines Roggenbrot ist immer relativ sehr feinporig. Ein paar mehr Poren können es aber schon sein, aber der Geschmack ist halt einfach mega. Und ich habe geguckt, hier in Wiesbaden in der Nähe gibt eine nette Dame ab und zu mal Sauerteig ab für 4 Euro oder so Aufwandsentschädigung. Genau, und das ist die gleiche Postleitzahl und die hat gesagt, heute Abend um 18 Uhr kann ich mir das abholen kommen. Und der ist wohl sehr, sehr triebfähig, den hat sie schon 2, 3 Jahre und ja, sie backt immer ihr Sauerteigbrot ohne Hefe damit und ich freue mich total. Und dann wird das nächste Brot noch leckerer. Mein Freund war so begeistert. Ich habe gesagt, du hast am Ende in deinem Leben auch noch nie ein reines Sauerteigbrot gegessen. Das kriegt man ja kaum, ne? Wenn du Glück hast, kriegst du ein Mischbrot. Genau. Und er war so begeistert und hat gesagt, boah, so ein gutes Brot. Und ja, jetzt ist er auch Feuer und Flamme dafür. Und ich auch, weil es ist echt lecker. Ja, genau. So viel dazu. So viel dazu. Ja. Bisschen was anderes Kreatives, was ich euch jetzt noch erzählt habe. Ich mache ja immer mal so ein paar Sachen und vielleicht habt ihr ja auch so ein bisschen Freude daran oder könnt euch einfach mit mir mitfreuen, wie ich mich darüber freue, wie lecker einfach dieses selbstgebackene Brot ist. Ich konnte echt kaum warten, das eine Stunde auskühlen zu lassen und dann anzuschneiden. Ich bin echt um 6 aufgestanden, habe dieses Brot gebacken und hab dann noch ein bisschen gewartet und dann echt schon so eine Scheibe mit Butter gegessen und dann habe ich nochmal geschlafen. Genau. So, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein, ihr Lieben. Ich wünsche euch was. Ich habe euch ganz dolle lieb. Vielen Dank für eure Treue. Vielen Dank auch immer für eure Kommentare. Freut mich total, dass ihr bis am Ende dran geblieben seid. Und schön, dass ihr auch das Nege geschaut habt. Und ja. Vielleicht kann ich ja den einen oder anderen dazu inspirieren, der bis jetzt auch nur Taschen genäht hat, so wie ich ja lange. Ich hatte mal irgendwann ein Sweatshirt-Kleid genäht, was aber nicht toll geworden ist. Und ich weiß auch nicht, warum ich das genäht habe, ist überhaupt nicht mein Style. Keine Ahnung. Aber vielleicht kann ich euch ja dazu inspirieren, auch mal mit Klamotten nähen anzufangen. Genau. Ich habe absolut keine Ahnung, aber ich krieg's auch hin. Bei YouTube findet man eigentlich alles. Genau, ihr Lieben, ich hab euch lieb und ich wünsche euch was. Viele, viele sonnige Grüße, die Sonne scheint und deshalb habe ich einfach gute Laune. Ich hoffe, ihr auch. Genießt das Wetter und Peach und ich, auch wenn ihr sie nicht seht, aber sie liegt hier direkt nebendran. Wir sagen euch Tschüss und Fussel liegt da hinten, der sagt auch Tschüss und ich wünsche euch was. Hab euch lieb, bis bald, eure Janni. Ciao.